So, jetzt müssen wir auch unser Let's Play anmoderieren. Ja, ist gut. Hochprofessionell, das ist die erste Folge unseres neuen Let's Plays. Gut. Oh, nee. Haus Haus präsentiert, die beleuchteten Brüder spielen. Antal Goose Game. Wir werden von Haus Haus präsentiert. Herzlich willkommen. Panik-Kooperation. Zu Antal Goose Game. Ja. Ein neues Lieblingsspiel. Ist das denn, kann man dann wirklich sagen, dass es untitled ist, wenn es den Titel Untitled Goose Game hat? Nee. Ist das Meta-Humor? Ja. Ich habe mir das so überlegt, dass die irgendwie Leuten gesagt haben, we're making a game. What kind of a game? It's a Goose Game. What's the name? It's Untitled. What? Untitled Goose Game? Yeah, that's it. Ich glaube, so entstehen alle Namen. Zumindest deutsche Untertitel von englischen Filmen, die... Ja. Kennst du da Beispiele für? Deutsche Untertitel von englischen Filmen, die schrecklich sind? Ja. Also Rapunzel frisch verföhnt zum Beispiel. Heißt das so? Ja. Oder völlig unverfroren, die Eiskönige. Ja. Fürchterlich. Eigentlich alle Disney-Filme. Kannst du mal die Fernbedienung, glaube ich, aus dem Loch da holen in dem Tisch? Meinst du, um den Fernseher zu machen? Ja, oder hast du die woanders? Die muss woanders sein. Ich habe nämlich schon leiser gemacht. Aber ich weiß nicht, wo das jetzt ist. Nimmst du von dir irgendwo? Ich gucke mir schon mal die Option an. Hier kann ich auch das Music Volume einfach runterdrehen. Aber das bringt nichts, weil das dann ja überall runtergeht. Ja, soll es ja auch. Achso, nein, soll es nicht. Keine Ahnung, wo die ist. Wie gesagt, ich habe eben da. Also eigentlich müsstest du sie sehen von da, wo du sitzt. Ich sitze nicht auf. Ich stehe auf. Und kommst du? Richtig gute Anmoderation zum neuen Let's Play auch. Immer erstmal gleich. Wo man ist. Was macht die denn da, verrückte Sache? Ich hab die da nicht hingelegt. Weil ich doch auch nicht. Ich will niemals dort eine Fernbedienung. Ich war doch gar nicht da. Doch. Nein. Du hast die Kunstwerke meiner Tochter angeguckt. Ich wirklich. Guck mal, das ist so eine geile Stummfilmmusik. Ich mag deine Tochter, aber ihre Kunstwerke sind mir richtig egal. Das sollten sie nicht sein. Die sind einstmals viel wert. Das sind generell Kunstwerke, die viel wert sind, auch alle egal. Ja, sollten sie nicht sein. Ich kann honken. Ich weiß. Geht's direkt los? Offenbar, ohne Tutorial. Da bist du. Das war noch ein Tutorial. Ich bin eine Gans. Hier unten sind Glocken im Schlamm. Aber du kommst ja nicht runter, weil da die Büsche im Weg sind. Ja, aber warum sind da Glocken im Schlamm? Ich kann so sehr, sehr wenig reinzoomen. Und was ist das für eine Lauerstellung? Der schleicht. Ach so, das ist Stealth. Ja. Und das ist? Bedrohliche Gebärde. Ich hoffe, das steht auch so in der Anleitung. Bedrohliche Gebärde. Ah, guck, kann ich mich ducken. Was sollen diese Glocken? Da kommst du bestimmt noch hin. Beak. Ich hab mal einen Beak. Ah. Ja, du musst direkt ranstehen. Ist das Picken oder was auf Deutsch? Beak? Nee, das ist der Schnabel. Ach, use your beak. Use your beak. Das ist gern. Bend down to pick things up. Up. Wow. Okay. Die zum Beispiel. Dose da. Ja. Oh, das ist ein Fragezeichen. Ja, weil man es nicht sehen kann. Ja, das clever. Was habe ich jetzt? Ich kann auch mit was im Beak schnell honken. Ein Ball. Kannst du auch eine Drohgebärde machen, während du die Dose im Mund hast? Und laufen. Und duken dabei? Oh, das probiere ich. Ja! Dukende Laufdrohgebärde. Das ist das einzige Spiel, in dem man gleichzeitig schleichen und rennen kann. Achtung. Der Schleichran. So, das mache ich hier. Aufbiegen. Biege ich das auch. Muss da unten auch noch aufbiegen. Jetzt renne ich das kaputt. Uff. Aha. Ich
stealthen? Im Wasser? Ja, das mache ich doch gerade. Ja. Ach, okay. Das ist stealthen. Okay, das ist das neue Let's Play von uns. Sag ganz, du Idiot. Wir sind noch alle erkältet. Ein Stück von Debussy. Von was? Debussy. Das ist Debussy. Der Komponist und Klavierlehrer. Von wem? Von Stefan. Stefan Erkel? Stefan Welz. Stefan Chapuisat. Ja, der, der hat viel bei Debussy gelernt. Hier ist noch ein Tor. Alle chromatischen Tonleiter von der anderen Seite. Das ist Bloodborne. Das ist ein Shortcut zurück. Ich dachte, die chromatischen Tonleiter von der anderen Seite bei Stefan Chapuisat ist Bloodborne. Das steht so bei Wikipedia, wenn man Bloodborne nachdenkt. Sowas könnte dann im Brüder-Wiki stehen. Genau. Zoom in. Oh, jetzt kann ich doch Dollar einzoomen. Und R2 zoom out. Vielleicht nur, da ist wenn der du Gärtner. Brauchst. Und jetzt ärger den, ne? Jetzt geht es darum, den zu ärgern. To-do-list. To-do-list. Get into the garden, get the groundskeeper wet, steal the groundskeeper's keys, make the groundskeeper wear his sun hat. Was? Rake in the lake? Was steht da? Sake. Sake, take, rake? Nee, das ist kein S. Rake. Was ist ein Rake? Have a picnic. Bring to the picnic blanket, sandwich, apple, pumpkin, carrot jam, thermos, radio, basket. Dann brauche ich erstmal ein picnic blanket. Ich glaube, wir brauchen gleich erstmal ein Dictionary. Das Radio ist hier schon. Nein. Nein. Hey. Nee, ich kann nicht gleich. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Weil du es ins Wasser gebracht hast. Ja. Mach ihn doch erstmal nass mit dem Rasensprenger. Mit dem Rasensprenger? Wo ist ein Rasensprenger? Ach, hier der Schlauch. Ja. Ich würde gerne das Sandwich essen. Was hättest du davon? Ja, den Garten habe ich schon mal geschafft. Ist lecker. Mach die Rose kaputt. Die Rose? Warum? Ja. Weil du eine Gans bist. Du dich. Zack. Ach, solltest du nicht auch vielleicht eine Flower mitbringen zum Picknick? Da ist auch schon ein Apple. Aber erstmal bräuchte ich. Oh, 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 er hat die den Pflanzendiebstahl gesehen. Oh, 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 oh. Lass sie doch vielleicht fallen. Du sollst ihn doch eigentlich schon so ein bisschen aus dem Weg gehen, oder? Wahrscheinlich. Aber er hat keine Axt. Aber er hat seinen Schlüssel an der Hose, den muss ich noch klauen. Ja. Oh. Siehst du ihn? Ja. Genau, versteck sie im Gebüsch, da findet er sie nicht wieder. Der hat ein kleines Hitlerbärtchen, ne? Weiß ich nicht. Doch, hat er. Kann sein. Versenk sie im See. Mitte, muss ich sie nur stehlen oder muss ich was damit machen? Ja, du hast schon versenk sie im See. Fahr in die Mitte vom See und lass sie da reinfallen. Oh, das ist eine Picknickdecke. Die findet er nie. Oh, die schwimmen aber. Was sind denn das für Schlüssel? Vielleicht ist da so ein schwimmender Schlüsselanhänger dran. Da ist der Apfel. Ist hier ein Picknickblanket drin? Nee, da liegt doch ein Picknickblanket auf dem Rasen. Das wo? Rechts, wo du gerade in den See gefahren bist. Was sag ich gefahren? Ja. Was soll ich da hinbringen? Sandwich, ne? Sandwich und Apple. Apfel. Oder ist er?
fiese Map. Das ist deine Schlüssel. Ich finde ja nicht. Was hat denn der da draußen gemacht? Der Mann. Ihm hat wieder irgendwas gefehlt. Vermutlich die Schlüssel. Kannst du nach oben, um da ran, an den, also um an den Rasenmäher ranzukommen? Naja, ja, schon mal probieren. Ja, dann mach ihn doch jetzt mal nass. Mit dem Rasensprenger. Hier, das ist der hier, ne? Ja, und ich glaube, von der anderen Seite machst du den an. Ach so. Vielleicht, pass auf, halt. Ja. Hol dir die Rose, leg die da hin, damit er sich die holt. Sehr gut. Und dann wird er nass. Entschuldigung, ich bin krank. So ist das. Jetzt muss ich hier warten. Muss ich doch nicht rechtfertigen. Da. Ja. Achtung. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt. So, was fehlt noch? Er muss ein Sunhead. Was ist denn ein Sunhead? Und wie kriegst du die Mütze von seinem Kopf? Haben wir weggestoßen. Ich habe das Gefühl, du sollst ihm viel mehr aus dem Weg gehen, dass wenn er dich irgendwie erwischt, dass du dann tot bist. Nein, das ist ja nicht Bloodborne. Auch wenn das Stefan Chapuisat mitentwickelt wurde. Ist irgendwo sein Head? Kann man irgendwie verlieren? Nee. Ich glaube nicht. Deswegen bist du so nonchalant mit dem Mann. Ja. Tja, wie schaffen wir das mit dem Sonnenhut? Und wo ist ein Sonnenhut? Da ist ein Sonnenhut. Abnehmen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Wo ist der? Da an der Tür hängt er. Ach, da. Der räumt immer ordentlich auf. Oh, das Sandwich zählt irgendwie nicht. Ist das Sandwich nicht da gelandet? Hat er sich das wiedergeholt? Da liegt's doch. Da brauche ich beide Hälften. Ja, vielleicht brauchst du beide Hälften. Wie machen wir das mit dem Hut? Dann denk mal darüber nach. Kommt er schon raus? Nein. Wann wird er den Hut absetzen? Also ob man nicht, wenn er nass ist, vielleicht gibt es da irgendwas, was so ein Laubbläser oder so, der den Hut vom Kopf macht. Oder irgendwie, wenn er ins Schwitzen kommt, dann muss ich ihn ganz lange ums Beet jagen. Er pflanzt die Rose mal wieder ein. Was gibt's denn da alles? Lass mal, guck mal. Hier ist ein Pumpkin noch. Da ist noch Wasser drin. Ein Salat. Wieso braucht man denn einen rohen Kürbis für ein Picknick? Jam, Thermos, Radio, Basket. Den Basket haben wir auch schon gesehen. Da ist er. Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Basket ist. Es gibt da drin noch einen. Ah, das ist ja ein ganz eindeutiger Picknick-Basket. Stimmt, das ist vielleicht die Thermos, das andere. Das ist diese Kühlkiste. Nein, die Thermoskanne. Ah. Zählt das so auch? Ja. Auch ein schräger Basket ist ein Basket. Das zweite Sandwich fehlt noch. Du hast ein Blumenbeet. Ach ja, ich wollte ja keine Tipps geben.
Ah. Was war mein Tipp? Dass das zweite Sandwich auf dem Blumenbeet liegt. So, Salat. Salat hilft mir nicht. Hier ist noch ein anderer Korb. Kann wahrscheinlich auch ganz viele andere ulkige Dinge noch tun. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, ich müsste in diese Kanne hier Wasser machen. Sieht nicht so aus, als würde das gehen. Doch, muss ich nur mit irgendwas anderem ablenken. Nee, das geht nicht. Vertrau mir. Da ist die Thermoskanne und die Jam. Guck mal, ich habe ihn abgelenkt, indem ich die Thermoskanne umgeschmissen habe. Entschuldigung. Ich habe nicht nur eine Bronchitis, sondern auch eine Erkältung. Und das mit dem Mund kommt vielleicht doch auch wieder. Ich bin einfach ein Wrack. Du bist wirklich ein Wrack. Wirklich ein Wrack. Das Radio ist auch da. Aber irgendwie erschöpft es sich zurzeit sehr im... Okay. Häng ihn ab, hol das, bring es dahin. Das ist eine Fetch-Quest aktuell. Das ja. Eindeutig. Du musst ihn irgendwas anderes ja. tragen lassen. Jetzt suchst du die Marmelade, hast du gesehen? Ja. Ja. Aber hier draußen sucht er sie offensichtlich nicht. Kommt nicht auf die Idee, dass die ganzen Picknick machen will. Vielleicht will die ganze das ja für ihn machen. Ja, genau. Weil sie ihn so doll geärgert hat.